Don't worry, Lester. It'll be okay. I hope. Ja, moin zusammen und willkommen in unserer dunklen Städtetour. Diesmal sind wir in Budapest, im wunderschönen Budapest. Nun denn, lass uns mal gucken, was hier so los ist. Huh? Frischer Kaffee ist am Start. Kann ich loslegen? Ich kann loslegen, jawohl. Vampire. Ja, Schwierigkeitsgrad. Es ist ein Wimmelbild, es ist Sonntagabend. Lass uns reingehen. Da spielen wir auf einfach. Londoner Zeitung, Münchner Blatt. Wiener Nachrichten. Hm. Wir sind ein bisschen berühmt geworden, kann das sein? Ja. Budapest. Okay. Oh, I'm so sorry, sir. Let me clean that up. Yeah. Welcome to Budapest. Ja, ich freue mich auch. Ach, Menno. Naja, kann passieren. Seien Sie gegrüßt. Sie kennen mich nicht, aber mir gefällt Ihre Arbeit und ich habe einen Fall für Sie. In Budapest sind Vampire aufgetaucht und die Menschen fürchten sich. Bitte helfen Sie uns. Meine Identität muss geheim bleiben. Treffen Sie mich um 20 Uhr im Restaurant Incognito. Das beiliegende Geschenk soll angeblich vor Vampiren schützen. Ah, mein Bewunderer will mich in diesem Restaurant treffen, aber ich weiß nicht, wie er aussieht. Na klasse, weiß er, wie ich aussehe? Das ist ein Geschenk des Mysterien Fremden. Er hat es zusammen mit dem Brief geschickt. Möchtest du das Spiel erklärt bekommen? Besonderheiten reichen, denke ich. Jupp, okay. Das sieht sehr unfertig aus, wenn ich das bemerken darf. Na gut. Okay, was haben wir denn hier? Leute, Leute, Leute. Es ist der 19:30 Uhr. Ich bin etwas früh dran, aber ich kann so schnell nicht lesen. Mann, über am Spiel sind Chamäleon-Objekte versteckt. Finde sie alle, um spezielle Extras freizuschalten. Natürlich, sehr gerne. So, wir haben bestimmt auch... Ja, überall sind Sammelobjekte versteckt. Schau genau hin, um sie zu finden. Finde sie alle, um spezielle Extras freizuschalten. Ja, wir haben uns die Extras angesehen. Ja, ist okay, aber nichts für ein Let's Play. Also, diesmal sind es Karten. Trifft den geheimnisvollen Bewunderer. Ich weiß ja nicht. Kann ich hier erstmal was mitnehmen? Nö, kann ich nicht. Wir können mit den talken. Sollten wir die anquatschen? Ach, warum Darling, eigentlich did you nicht? Hear another man was attacked? They say it's a vampire. Ja. It's rumored that all the victims turned into vampires. That's why Dr. F is keeping them in the hospital. Dr. F? Okay. Are you a tourist? You'll need an amulet to protect you from vampires, but unfortunately, I don't have any left. Ja, dann war diese Ansage irgendwie ein bisschen nutzlos, kann das sein? I'd like to give you a souvenir to remember Budapest. Here, I hope you can use them. Oh, das ist aber nett. Das ist aber sehr nett. Incognita Restaurant. Ah, ja, okay, das kann ich bestimmt gut gebrauchen. Ich werde ein wenig in der lokalen Zeitschrift stöbern. Ja, aber lass erstmal gucken. Das Bier in Budapest soll hervorragend sein. Oh, okay. Sie war ein bisschen unbeholfen. Hoffentlich ist es ihr nicht peinlich. Na, okay, Sachen können passieren. Kitty! Kitty hat auch was zu sagen. Habt ihr gehört, ne? Nochmal? Ja, siehste. Gut, noch etwas. Zitterale im Aquarium. Nicht gerade die Art von Dekoration, die ich ausgewählt hätte. Ja, Geschmäcker sind anders. Aber irgendwie ist es doch auch ziemlich cool hier. Also... Ja, ich bin zu früh dran. Naja, gut, okay, gucken wir uns das mal an. Budapest Stadtführer, sehr gut. Budapest ist aus dem Zusammenschluss dreier Städte entstanden, Obdur, Buda und Pest. Das Parlamentsgebäude ist eins der größten der Welt. Karte von Budapest, sehr gut. Ich bin erst zum ersten Mal in Budapest, da sollte die Karte hilfreich sein. Das Budapester Abendblatt sagt, erneuter Vampirangriff in Budapest. In der Stadt passieren brutale Angriffe. Quellen zufolge wird den Opfern das Blut ausgesaugt. Ist dies das Werk von Vampiren? Wie will uns die Polizei von diesen schrecklichen Monstern beschützen? Naja, die Budapester Polizeiwachtmeister
Laszlo Helsing? Laszlo Helsing? Ach, nicht Van Helsing? Erklärte, dass er persönlich ermittle. Er ist zuversichtlich, dass die Polizei die Stadt vor diesen Kreaturen der Nacht schützen kann. Der vorherige Zeichnungsleser hat sich Notizen gemacht, aber die Handschrift ist winzig. Ich brauche eine Lupe. Opfer oder Bedrohung? What they are actually... Whining? Whining? Hiding. Okay, nach Angaben von Spitalleistung werden die Opfer aus Sicherheitsgründen in strenger Isolation gehalten. Ich denke, ihnen wird das Blut abgesaugt. Na, offensichtlich nicht so, dass sie sterben. Steht uns eine Vampirepidemie bevor? Was geschah wirklich im Spital? This is the case for a real detective. Ja, dafür sind wir da. Frau Biancas Raritätenladen, Vampirschutzamulette, greifen Sie zu. Wie man einen Vampir erkennt. Superstitious Nonsense. Okay. Unsere Mitarbeiter haben eine Liste der häufigen Anzeigen für Vampirismus zusammengestellt. Achten Sie auf diese Symbole. Riesige, fledermausartige Flügel. Rote Augen, die hypnotisieren können. Dann solltest du da vielleicht besser nicht reingucken. Rasiermesserscharfe Krallen. Lange Zähne, um ihre Opfer zu reißen. Ja, okay. Könnte so grob auch auf Werwölfe zutreffen, ne? Also bis auf die Flügel vielleicht. They would take my words seriously if I were a man. Interessant, okay. Aber wir haben noch keine Lupe, deswegen geht das noch nicht. An apple a day keeps the doctor away. Ganz genau. So, jetzt habe ich eine. Na, dann lass mal gucken. Notizen 1 von 4 ist ein Fall für einen echten Detective. Deswegen bin ich hier. Was verbergen Sie? Abergläubischer Unsinn. Ja. Was? Wenn ich ein Mann wäre, würden Sie mir zuhören. Oh nein, sie ist eine Frau. Oh nein, ich mache dieses Geräusch, dieses Oh nein. Nicht wegen, weil es eine Frau ist, sondern weil wir hier einen der leider zu bekannten Fälle haben, dass Frauen nicht ernst genommen werden. Was für ein Bullshit. Na gut, in welcher Zeit spielt dieses Spiel? Unglaublich, dass es immer noch so ist. Unglaublich, das gibt's doch nicht. Warum? So, okay. Toll, wir haben eine Stecknadel bekommen. Und noch mehr. Das muss das Amulett gegen Vampire sein, das die Blumenfrau erwähnt. Ich habe mehrere Gäste gesehen, die so etwas trugen. Vampirschutzamulett. Tragen Sie dieses Amulett stets, ist Vampir in der Nähe, leuchtet das Amulett auf und warnt Sie vor Gefahr. Ja, aber dann schützt das doch nur so mittel. Na gut. Oh, it's glowing. Does that mean there's a vampire nearby? Look! A bat! It's a vampire! Help! Ninja-Katze! Uh-oh, das kam unerwartet. Hoffentlich wurde niemand verletzt, aber es ist zu dunkel, um das mit Sicherheit zu sagen. Ja, guck mal da. Die arme Katze ist vor lauter Angst auf den Braukessel gesprungen. Moment, ich habe doch Streichhölzer. Kaching. Help, I'm trapped. Ich sehe. Aber ich brauche erstmal ein vernünftigeres Dingsi. Lampe, Laterne. Die anderen Gäste sind offensichtlich weg. Okay. Wehe, das ist hier so ein Frauenver, wie nennt man das? Sir, please help me, I'm stuck here. Selbstverständlich, natürlich. You'll need a ladder to raise the chandelier. There's one near the brewery, please hurry. Okay. I'm blocked in, please lift the chandelier. Ja, ich arbeite dran. Was für ein Chaos, ich muss das Licht wieder einschalten. You'll need a ladder to raise the chandelier. Sag bloß. Okay, da ist nix. Okay, ich gehe erstmal wieder zurück. Da ist ja die Leiter. Okay, hi Kitty. Oh, die ist total verängstigt. Ich brauche etwas, um ihn zu beruhigen. Lester, das muss der Name des Katers sein. Hier kann ich nichts machen. Einer der Griffe ist deplatziert. Der ist überhaupt nicht da. Magst du Wurst? Die Katze mag Wurst. Okay.
nehme ich das mit. Ich brauche etwas Dünnes, um das aufzustemmen. Okay, das hätten wir auch. Kitty! Das hat ihm geholfen, sich zu beruhigen. Okay. Schutzanzug. Ja, aber mehr im Moment nicht, ne? So, hier hinten. Da ist die Fledermaus, die durch das Fenster geflogen kam. Oh, Vampir oder nicht, die Fledermaus ist ein Unruhestifter. Jetzt muss ich in den Kessel greifen. Nur mit Schutzhandschuhen. Nicht mit Schutzhandschuhen, doch mit Schutzhandschuhen. Mit Schutzhandschuhen. Füttere die Aale. Ordne jedem der drei Aalpaare die richtige Futterfarbe zu. Okay, also du da und da. Blau. Da und da. Und gelblich. Okay, haben wir. Cool. Da leuchtet wieder was, aber da kommen wir nur dorthin. Okay, geht schon klar. So, na denn. Hier, der Griff kommt da dran. Jetzt habe ich alle Griffe platziert. Ich sollte alle Schlösser an der Leiter öffnen können. Rot soll nach unten zeigen. Blau soll nach dort zeigen. Grün soll auch nach dort zeigen. Und gelb nach oben. Klasse! So, ich muss etwas finden, womit ich den Kronleuchter reparieren kann. Wir sollen 7 Kugeln finden. Alles klar. Aber hier ist erstmal was zum Zeigen. Agatha, ich muss früher gehen. Bitte schließen Sie das Restaurant ab. Meine Frau macht sich Sorgen wegen der Vampirbriefe. Der Chef. Wenn jemand schon mit der Chef unterschreibt. Ach, naja. So, können wir es mitnehmen? Können wir nicht. Da ist noch ein Zettel, an dem wir aber nicht rankommen. 7 Kugeln, Metallhand, Wasserspeier und Schutzbrille. Okay, so. Nicht so, ne? Oh nein, die Kabel und so. 2 Kugeln, da ist noch eine Kugel, das nehmen wir noch mit. Schutzbrille, Metallhandkugel. Ah, okay. Kette. Metallhand. Noch eine Kugel und dann haben wir's. Oh, ich muss alles richtig platzieren. Alles klar, du kommst dahin. Krass. Du kommst wahrscheinlich da dran. Nee, kommst du noch nicht. Erstmal die Kugeln ringsherum. Cool. Es macht nichts, dass die kaputt sind. Oh, da kommt die zweite Metallhand dran. Gut. Das ist interessant gemacht. Hier. Was kann ich mit dem Werkzeugkoffer machen? Den werde ich irgendwo abstellen müssen, ne? Ah, hier stelle ich ihn ab. Okay. Agatha, wenn du schon mein Werkzeug klaust, dann repariere wenigstens mein Automobil. Mark. Okay. Das kommt erstmal da dran. You should have everything you need now, sir. Ich habe. Wir machen die richtig kaputt. Nein, machen wir nicht. Da oben kommt ein Wasserspeicher. Ach, der gehört zum Mechanismus. Okay, verstehe. Hier. Gut. Cool. So, Auszeichnung. Da lass uns direkt mal hingucken. Also, wir haben schon 5 in 7 gefunden. Sammelobjekte, alles klar. Chamäleonobjekte, das Übliche halt eben, ne? Ja, das auch die üblichen Sachen, die egal sind. Oder die offensichtlich sind. Diese 12 egal. Das machen wir sowieso. Das machen wir ohnehin. Okay, alles klar. Gut. Das Übliche. Juhu! Na, hallo, Wink! Na? Wer bist denn du? Hallo, du bist so weit weg. Ich weiß gar nicht, wie ich... Okay, ich werde quatschen mal mit dir. My name is Agatha, and I sent you that letter. Oh. I admire your work, so I was a bit embarrassed to approach you right away, especially after that spill. Wieso? Was? Etwas? Ach so, ja. Okay, ja, das mit dem Missgeschick. Ja, komm, kann passieren. Alles gut. I'm investigating vampire attacks myself, but I hit a dead end. I'm sure you could solve it, though. Here are my notes so far. Moment, und sie hat dann auch auf diesen Zettel da geschrieben, diese Sache mit, weil ich kein Mann bin. Shame on you. Nicht an auf sie, sondern auf die Leute, die hier sonst noch so ermitteln. Shame on you. Dankeschön. Okay, mein Bruder Mark und ich. Okay.
Kleine Sherlock Holmes-Anspielung. Autoliebhaber wird Opfer eines Vampirangriffs. Okay, Automobilliebhaber. Ja, es ist noch zu früh, um dazu was zu sagen. Der Vampirfall ist von Budapest. Okay. Und damit haben wir Notizen. Ah, um bei deinen Ermittlungen voranzukommen, überprüfe die gefundenen Hinweise und erfülle die vorgegebenen Bedingungen. Die Seitentaschen des Notizbuchs enthalten Hinweise, die Agatha gesammelt hat. Sie könnten sich als nützlich erweisen. Ja, ich möchte sie unbedingt dabei haben, aber ohne eine Analyse kann ich nicht erkennen, was ich aktuell brauche. Heute war das große Rennen, auf dem Weg wurde mein Bruder angegriffen. Ich nehme an, das ist der Mark. Ja. Findet nichts Neues von der Polizei. Es gibt Gerüchte über Vampire. Der Arme vermisst sein Herrchen. Oh, Lester. Ja, so ist er hier ins Spiel gekommen. Ich wurde ins Spital, in dem die Opfer liegen. Die Vampiropfer. Man ließ mich nicht hinein. Was geschieht dort? Hat mich aus seinem Büro gesagt. Er sagte, dass ich zu viele Fragen stelle. Aber das ist doch... Der sieht ein bisschen aus mit... Oh, wie heißt er noch? Ah, wie heißt der Schauspieler noch? Matrix. Ich komme gerade nicht drauf. Agatha asked me to investigate the vampire attacks in Budapest. Her brother Mark was one of the victims. The locals wear amulets to protect them from vampires, so why did an ordinary bat make them glow? Something doesn't add up. This case could get interesting. Das sehe ich allerdings auch so. Vielleicht kann ich diesen Gegenstand gebrauchen. Was ist das? Eine Glühbirne. Ah ja, okay. Und sie winkt schon wieder. Hey, du kannst mich auch einfach anquatschen. Das ist völlig in Ordnung. Thank you for helping, Detective. The constable won't want to talk to me after our last meeting. He doesn't believe a woman can be a detective. But I'll do whatever I can to help. In welchem Jahr spielt das hier nochmal? Ich hoffe nicht in der Neuzeit, weil dann wäre das wirklich eine Schande. We can use my brother's car. I'm looking after it while he's in the hospital. It'll get us to the city faster. Das ist cool. Das ist sehr gut. Sprich mit dem Wachmeister und pfeif dir mal ordentlich die Meinung. Okay, hier haben wir nichts weiter. Na, wir brauchen auch nichts weiter. Nein, okay. I need your help to start the engine. Please, give me the goggles. Klar. Use the key to start the ignition, Detective. Okay, sehr gerne. Können wir hier aber auch erstmal was machen? An Mark von Agatha, fahr vorsichtig, Bruderherz. Oh, ist ja voll nett. Den da? Ja, genau. Dublin haben wir gerade hinter uns. Ist hier denn was? Nein, hier ist nichts. Okay. It looks like one of the lights burned out. I saw a spare somewhere around here. Ist kein Ding, ich habe zufällig eine dabei. So. Now you need to change the lights, Detective. It shouldn't be complicated. Was? Okay, die Reihenfolge ist dieselbe. Was kann ich hier tun? Oh, ich kann nicht tun. Okay. Das heißt, hier unten soll gelb hin. Sehe ich das richtig? Wenn wir das so machen. Ah, und da oben orange. Okay. Gut. Und grün muss nach oben, ne? So. Und so. Es ist wirklich nicht kompliziert. Nee, irgendwas stimmt noch nicht. Ach, hier stimmt das auch nicht. Okay, grün soll da oben hin. Gerne. So. Und rot da unten. Great. I think we're ready to go. You've been very helpful. Here, take this. Okay, prima. Danke. You're both lucky. These newfangled cars are dangerous. Mm-hmm. You could have hurt someone or disturbed the crime scene. There was another attack here tonight. Mm-hmm. Ja, okay, diese neumodischen Automobile. Ja, du hast sowas von recht. I'm very sorry.
I'm glad you're okay, Detective. But Lester's gone. I need to make sure he's okay, too. I'll take a quick look around and then help your investigation. Okay, keep going. I need to get the vampire's victim to a hospital right away. You broke the wheel, so you must help me fix the carriage. Wow, bossy. Ja, ist gut, ma'am. The constable will be here soon. You can pester him with questions. Here are the tools. Was? Okay, wir lernen ihn also kennen, ja? Okay. Das nenne ich mal einen Krankentransportwagen. Ach du liebe Zeit. Sie bat mich, die Kutsche zu reparieren. Es könnte eine gute Gelegenheit sein, einen Blick auf das Opfer zu werfen. Allerdings, und wenn wir es hier schon mit so einem, in der Mangelung eines besseren Wortes, eines gepanzerten Wagens zu tun haben. Wow. Okay, hier haben wir erstmal was, was sich bewegt. Da haben wir eine Karte. Alle Tiefunden. Gut. Das Automobil ist demoliert. Aber vielleicht kann ich einige seiner Teile verwenden. Oh, guck mal, du kommst doch dahin. Dreh die Mitte des Kofferraumschlosses und wähle die passenden Teile außen aus. Okay, kann man da auch durchaus probieren hin. Noch passt gar nichts. Nee, das hat wohl nicht so gut geklappt. Das auch nicht, das auch nicht. Das nicht, das... Nee. Nein. Nein. Vielleicht. Ja. Okay, ja. Nein. Okay. Nein. Ja, hey. Gut, gotcha. Und das einzig Nützliche da drin ist, da ist ein Ersatzrad. Guck mal, damals haben wir schon dran gedacht. Das nehme ich auch mit. Ein Hermesstabfragment. Okay, warum hat sie das denn nicht? Die Kutsche ist nicht allzu sehr beschädigt. Ein Ersatzrad sollte ausreichen, um sie zum Laufen zu bringen. Ich muss den Hermesstab richtig anordnen, um die Tür zu öffnen. Natürlich. Fertig. Oh, ich glaube, in der Tasche befindet sich seine Krankenakte. Eine Krankenakte. Die sollte ich mir ansehen. Patient unbekannt von Dr. F. Frankenstein. Patient unbekannt, männlich, etwa 25 Jahre alt. Möglicher Vampirismus, behandle Dr. F. Warum schreibt er seinen Namen nicht aus? Und hier wird gezeigt, wo was passiert ist. Sofortige Spitalanweisung und Isolierung erforderlich. Patient könnte für andere gefährlich sein. Der Anruf kam von einem anonymen Zeugen. Eine erste Untersuchung vor Ort ergab, dass der Patient angegriffen wurde. Zum Zeitpunkt der Einlieferung war er aufgrund des starken Blutverlusts bewusstlos. Mögliche Ansteckung mit Vampirismus durch einen Biss in den Hals. Dr. F. Der hat sogar einen Stempel. Dr. F. Okay, ach du meine Güte, er sieht schwer verletzt aus. Ja, der braucht sofort eine Bluttransfusion. Oder sie. Ist es ein Er oder eine Sie? Schwer zu erkennen. Er atmet noch. Ich muss ihn untersuchen. Ich habe nur einen Wagenheber. Das wird wohl nicht reichen, ne? Was? Ein Artikel über die... Okay. Fledermausartige... Okay, die Krallen hat er noch nicht. Die Zähne... Ach, er hat die Mutti wieder geschlossen. Ich bin so froh. Das sah schon ein bisschen möglich. Die Augen. Ich weiß nicht, bei Blutverlust passiert sowas. Ich weiß, dass die Augen sich verfärben bei, wenn jemand erdrosselt wird. Okay. Und? Ah, nein. Irgendetwas Seltsames geht mit diesem Mann vor. Was sieht nicht nach dem Vampirismus aus? Er hat viel Blut verloren. Natürlich. Selbstverständlich. Geht's ihm nicht gut und er sieht merklich aus. Oh. The patient could be dangerous. You must stay away. Komm hier nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Okay. Ja, komm hier nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, du. So, was haben wir denn hier alles? Das nehmen wir mit, das nehmen wir. Ich glaube nicht, dass diese Radkappe auf dieses Rad passt. Ich habe es noch gar nicht untersucht, deswegen kann ich das noch gar nicht sagen. So, ich brauche ein Werkzeug, um sie anzuheben. Natürlich. Fummel. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Und das hat funktioniert. Jetzt muss ich ihn nur noch festziehen, damit das Rad nicht abfällt. Thank you for your help. Dr. F. believes that the victims can become vampires themselves
So they're kept in strict isolation for the good of the city. Hm. Okay, ja, Vorsicht ist besser als Dings mit der Porzellantüte. Will you be alone in this wilderness? Aren't you afraid of vampires? Hm. You're brave, but I just can't leave you. Here, take this for self-defense. Okay. Naja, möglicherweise ist sie doch ganz nett. Sie ist ja nur vorsichtig, also insofern alles cool. Gut. Oh, was? Ach, da sind sie schon. Der Wachtmeister ist eingetroffen. Endlich läuft es so. Nicht zu voreilig, wie es soll. Ich muss mit ihm sprechen. Ja, wir sehen uns erstmal um, ne? So, hier totale Finsternis. Ist die Prophezeiung über Draculas Rückkehr wahr? Wir werden es rausfinden. Oh nein, die ist ja kaputt. Mal gut, dass ich eine neue dabei habe. Aber hier braucht es noch einen Totenkopf, damit ich das Fernglas abnehmen kann. Ein Emblem oder eine Dekoration, natürlich. Gut. Muss ich mit dem Quatschen, nach allem, was ich bisher über ihn weiß, glaube ich nicht, dass ich mit dem Quatschen möchte. Diese Fahrkartenlocher haben schon bessere Zeiten gesehen. Oh. Ach, guck, da haben wir ja, was wir wollen. Und das ist, warte mal, was ist das? Ein Klöppel. Okay. Ja, wir brauchen das Bild, lalala. Hm. Gut. Haben wir am Start. So. Moin. Constable Laszlo, at your service. What can I do for you? Hang on, are you a private detective? I've had enough of Agatha prying into police business. Ja, können wir da mal kurz drüber reden, bitte? Bleiben wir mal kurz bei Agatha und warum du nicht möchtest, dass sie dir weiterhilft, weil die Informationen, die sie gesammelt hat, sind nützlich. Was bist du eigentlich für ein Trottel, dass du sie nicht eine Frau so stolz wie eine Löwin? Finde ich cool, dass das da steht. Okay, also, was hast du für ein Problem mit Agatha? Stay out of my way, or I'll arrest you for obstruction. Go back to where you came from. Oh, ich habe mich getäuscht. Er ist nicht einfach nur ein Frauenhasser, sondern er ist generell ein A-Loch. Okay, das erklärt vieles. Okay, untersuche den Tatort, natürlich. So, das, okay. Wir haben Standszene. Ach, das sind die für hier. I'm warning you, Detective. Stay out of my investigation. Natürlich, liebend gern. So, also, ihr kommt dahin. Okay. Warte mal, das ist doch hier dann seitenverkehrt, ne? Was? Ich brauche eine Fahrkarte für das Dampfschiff. Oh, die fehlt mir auch noch. Klöppel, Flock und Fernglas. Okay, ja, ist gut. Haben wir da noch irgendwas? Ne, da komme ich nur direkt wieder dorthin. Hier ist nix. Hör mal, hast du... I'm warning you, Detective. Stay out of my investigation. Ja, ja, ich möchte auch nur einen Zettel haben, um, weiß ich nicht, ein fieses Bild von dir zu malen. Da unten, ich komme immer wieder nur hier hin. Ich brauche eine, aber ich habe keine. Wo kriege ich die denn zu dieser Tageszeit her? Ich brauche eine Fahrkarte für das Dampfschiff. Bin ich jetzt blöd? Was ist denn? Hier ist doch, es ist schon klar, wo es lang geht. Flock. Ich soll ein Stück Papier finden, ne? Sehe ich das richtig? Okay, komme ich zurück? Nee. Hä? Aber ich komme, da komme ich nur wieder dorthin. Lalalala. I'm warning you, Detective. Stay out of my investigation. Halt die Klappe. Das Automobil fährt nirgendwo hin. Es scheint, als bräuchte es einige Reparaturen. Warum können wir da nichts raus? Hä? Aber wie soll ich denn jetzt weiterkommen? Ich frage nur so. Ja. Wo kriege ich das her? Hier ist. Warte. Okay. Hier ist scheinbar nichts weiter dran. Hm. Okay. Habe ich zufällig irgendwie hier einen Zettel dabei? Nein, habe ich nicht. Ermittlungen laufen. Interessant. Okay, kann ich das schon mal irgendwo hingucken? Kann ich nicht. Klöppel. Kann ich ihn verprügeln? Das würde mir gefallen. Nein, leider nicht. I'm warning you, Detective. Stay out of my investigation. Maul. Niemand interessiert sich für deine Meinung. Okay, also ich komme an die Dinger nicht ran, um das zusammenzusetzen. Ich brauche eine Fahrkarte, das ist schon klar. Offensichtlich brauche ich erstmal... Hä, aber wo kriege ich das denn her? Ich brauche einen Zettel.
Toll. Hier kann ich nichts verschieben. Ja, krass. Also, man soll ein Blatt Papier da oben reinschieben. Dann bekommt man halt eben einen Zugang und kann damit passieren. Krass. Ja, ist schon klar, wie das hier läuft. Okay. Was soll ich tun? Wenn ich hier rangehe, da komme ich nur wieder daran. Also irgendwelche Bereiche hier ringsherum gibt es da nicht. Da kommt nur diese blöde Ansage von diesem Affen. Nix. Kann ich meine Karte da reinlegen oder was? Sie sind hier. Und hier gibt es eine Aktion. Sag mal nix. Ist ja verrückt. Okay, wir haben noch keine Deduktion. Nein. Also bekommen wir auch nichts dazu. Und so komme ich nur wieder direkt hierher. Wo bekomme ich diesen Zettel her? Ich probiere jetzt mal irgendwas, aber ne. Das bringt überhaupt nichts. Und hier gibt es keinen Zettel. Wo kriege ich denn so einen Zettel her? Wow. Erste Folge und schon keine Ahnung. Weiter zurück komme ich auch nicht. Merkwürdig. Dran anbringen kann ich nichts. Kann ich denn hier irgendwas tun? Nee, hier werde ich direkt da wieder reingeführt. Habe ich hier irgendetwas übersehen? Nee. Hier, guck mal. Ah! Oh! Ah, ich konnte da reingucken. Oh, das ist fies. Mal sehen, ob ich die Ereignisse des Angriffs nachverfolgen kann. Einzelhafter Blabla, musst du Schlussfolgern. Genau. So, dann schlussfolgern wir doch mal. Okay, Fundort der Leiche. Das Opfer wurde hier gefunden. Blutspur. Er saß in einer Kutsche. Ach so. Okay, gut. Radspur, nicht Blutspur. Kaputte Laterne. Der Fahrer fuhr gegen diese Laterne. Die Blutspur ist was anderes. Das da. Sein Leib wurde geschleift. The evidence suggests that the attack took place elsewhere and the body was dumped here. I wonder if the constable will put that in the report. Oh. Hey, du versperrst mir die Sicht. Was machst du? Hey, du machst das kaputt. Sie hat das gefunden. Kluge Krähe. Oh, danke sehr. Ach, sowas. Die versteckt sich hier drin. Echt? Der Angriff fand also nicht hier statt. Interessant. Und dank der schlauen Krähe haben wir einen Weg über den Fluss gefunden. Okay. So, ordne die Standzähne so an, dass beim Lochen der Fahrkarte die Löcher mit der Lösung auf der linken Seite übereinstimmen. Also umgekehrt, ne? Das heißt, okay. Du kommst ungefähr in die Mitte. Ne, warte mal. Du kommst ungefähr über den Dampf, ne? Weil das klappt sich eher drauf. So, darunter ist ein Dreieck. Rechts und links davon sind auch Dreiecke. Und an den dreieckigen Ecken ist es auch erkennbar, dass das hier einfach nur seitenverkehrt ist. Oben, unten verkehrt ist. So, du kommst dahin und du kommst dorthin. Und dann brauchen wir noch einen runden auf der Seite. Und wir brauchen noch einen Stern dort und einen Stern, na, noch einen Stern dort. Und ein Dreieck dort. So, die passen übereinander. Das ist super. Hier braucht es einen runden. Und dann nochmal einen Stern. Oh, das ist doch richtig, ne? Ja. So, dann zwei davon entfernt einen runden und unten einen Stern. Ist das richtig? Nee, warte mal. Das hier ist nicht richtig. Das ist sowas von nicht richtig. Der ist falsch. Warte mal, was habe ich denn jetzt verkehrt gemacht? Moment. Also das hier ist noch richtig. Der hier ist falsch, ne? Ja, der ist aber sowas von falsch. Der Stern kommt darüber.
Na, vielleicht ist es doch nicht so falsch. Aber dann wird's, glaube ich, komisch. Das ist, hier fehlt noch einer. Der kommt dahin, das Dreieck kommt hierhin. So. Ich glaube, das ist es. Ja, okay. Hey, okay. Kriege ich jetzt den Zettel zurück? Juhu! Oder so, Agatha, ne? Die ist gerade rechtzeitig zurück, um in einem Boot zu gehen. I didn't find Lester. So at least he wasn't injured in the accident. He knows the area well. So I'm sure he'll find his way home. Na gut. Ja, sie haben es du hast es versucht, aber nun ja. Laszlo is rude and arrogant, but it gets worse. I've heard that he belongs to some secret order. Oh, das wird hier immer besser. Um was für eine Art von Geheimbund handelt es sich? I don't know what role this organization plays in what's happening to this city, but I'm sure Laszlo is hiding something. Ich möchte ihn vor allen Dingen gerne treten, wenn das okay ist, aber nicht in Abwesenheit einer Dame. Let's take this opportunity to search his office while he and his people are busy. Mark's car is damaged, but the boat will buy us some time. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu weit geht. Na schön. Finde heraus, was der Wachmann verbirgt. Naja, okay. Das Tor ist offen, wir sollten schnell ans Board gehen. Er ist ja, weiß ich nicht, ist er in der Sache mit drin? Naja, wir werden es wohl jetzt rausfinden. So, hallo! Guten Tag. Get out of here, Vampire. Was? Detective, someone is hiding in the captain's cabin. Ja, es ist nicht nötig, dass du so mit dem Finger drauf zeigst. Ich habe das wohl schon gesehen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir auch mit. Von jedem einen, ne? Ja, okay. Detective, someone is hiding in the captain's cabin. Könnte es sein, dass das der Captain ist? Ich frage nur für einen Freund. Der Vogel scheint sich hier sehr wohl zu fühlen. Okay, gut. Da haben wir nichts. Wir müssen hier erstmal reingehen, ne? Captain's Kabine. Hier wird der... Nein, wird es nicht. Jetzt wird der Klöppel da gebraucht. Ich kann die Glocke läuten. Who's there? Are you a detective? Nein. I'm Captain Constantine. And this ship is going nowhere. There's a vampire on board. Was? Was? Ich bin kein Detective. Nein, ich bin ein kleines Mädchen, das Kekse verkauft für... Ich möchte gerne einen Pool. Aren't you afraid? Well, I know how to protect myself from vampires. Bring me the items on my list, and then I'll take you to the other side. Hä? Was? Okay, ich zieh dich jetzt an der Hand hier raus. Na schön. Vampirschutzrezept. Lieber Enkelsohn, dies wird dich vom Vampiren schützen. Ein Bündel Knoblauch, drei Federn eines Wildvogels, eine Handvoll Ruß. Großmutter. Also Knoblauch wusste ich, die beiden anderen sind mir gänzlich neu. Okay, was? Knoblauch, Federn und... Ruß. Okay, na gut. Well, he's definitely cracked, but we don't have much choice. I'll check the lower deck. Okay, super, dann sehe ich mich hier oben um. Prima. Okay, das nehme ich mit. Da könnten wir die Federn rausbekommen, ne? Diese Möwe hat ein Nest gebaut. Und hier hat so viele schöne, verschiedenfarbige Kiddies. Die Möwe, vielleicht kann ich ihr etwas zu essen geben. Ja, das ist gar keine schlechte Idee. Guck mal so. Einen gelben für das gelbe, einen roten für das rote, einen blauen für das blaue Küken und du kommst ein. Oh, das ist sehr freundlich. Vielen Dank. So, was haben wir hier? Am Rettungsring sind jede Menge Sachen. Ein Seil. Aha, interessant. Ich denke gerade darüber nach, Theorie. Was ist, wenn sie tatsächlich ein Vampir ist? Aber warum hilft sie uns denn so? Das muss die Tür zum Technikraum sein. Okay. Ja, da ist er wieder. Schrecklicher Angriff. Die Bürger sind schockiert über den jüngsten Angriff, der unter erschreckenden Umständen stattfand. Wachmeister Laszlo, der das unglückliche Opfer entdeckte, versprach, dass der Täter bestraft werden wird. Natürlich tut er das, der Vollhonk. Einige Griffe fehlen. Oh, warte mal, du kommst schon mal dahin. Um die Tür zu öffnen, musst du die Griffe drehen und die Stange in die angegebene Position bringen. Was? Okay. Krass. Hey, wer ist da? Vielleicht ist Konstantin gar nicht so verrückt.
Ich sollte mich besser bewaffnen. Ja, das hat ja super gehabt. Ich werde langsam so paranoid wie Konstantin. Das kommt mir allerdings auch so vor. Okay, hier machen wir gleich weiter. Gib mir einen kleinen Augenblick Pause. Ich hole mir nochmal Kaffee nach und dann sehen wir uns gleich wieder.